Ich begrüße euch zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Seed Movie mit dem Namen Firewatch. Ein Spiel, welches zwar schon seit ein paar Monaten auf dem Markt ist, aber erst seit kurzem mal noch auf Deutsch spielen kann. Das Spiel gab es halt vorher nur mal auf Englisch und jetzt endlich mal auf Deutsch die Übersetzung, zumindest der Untertitel. Und ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Es hat schon sehr gute Kritik bekommen innerhalb der letzten Wochen, Monate. Und ich bin sehr gespannt, ob dies gerechtfertigt ist. Und ich nehme euch gerne mit auf diese Reise und mich freut es, dass ihr Interesse zeigt mal wieder und dem folgt. Ja, dann würde ich mir sagen, wir starten ein neues Spiel. Auf geht's und ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommen wird. So, also, neues Spiel. Mach mal. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinem Kumpels ein Trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Und hier haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder sagen wir also, was ist dein Hauptfach, oder du siehst gut aus. Ich glaube, wir werden jetzt ein kleines Kompliment machen. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus, du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt. Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner heran, eine Woche später seid ihr zusammen. Okay, das ging schnell. Und da scheinen wir auch im Spiel angelangt zu sein. Ja, was haben wir erfahren? Wir haben eine Freundin jetzt mit dem Namen Julia und wir selbst haben den Namen Henry. Also wir spielen einen männlichen Charakter und ich kann mich auch jetzt immer bewegen. Man sieht jetzt hier zumindest in der First-Person-Perspektive. So schauen wir aus, zumindest bis zum Oberkörper. Umdrehen kann ich mir anscheinend nicht und wir scheinen in einem Aufzug zu sein und wir können diesen Rucksack aufnehmen. Auf geht's. Okay, also wir steigen aus. Wir scheinen in einer Art Tiefgarage zu sein. Im Aufzug ist nichts mehr. Und was mir direkt auffällt, ist natürlich wieder die Atmosphäre. Sprich die Sounds und die Musik. Es hört sich nicht gerade fröhlich an. Es hört sich eher bedrückend an. Und ich bin sehr gespannt, auch wie die Story sein wird. Sie wurde sehr gelobt. Und wir scheinen wirklich in der Tiefgarage zu sein. Und haben unseren Rucksack umgeschnallt und müssen wohl jetzt unseren Pickup, so wie es scheint. Dann laden wir mal den Rucksack ein. Auf geht's. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlichen, wirkenden, aber sanftmütigen, blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nicht zustoßen. Er ist ein impulsantes Tier. Okay, und wir haben wieder zwei Möglichkeiten zum Auswählen anscheinend. Entweder ihr entscheidet euch für den Beagle, sie tauft ihn Bucket.
Oder ihr nehmt den Schäferhund und nennt ihn Mayhem. Mayhem. Okay, also entweder den Schäferhund, der Julia beschützen könnte, oder halt den verwahrlosten kleinen Beagle, in den sich Julia verliebt hat. Tja, hat das jetzt schon Einfluss auf das, was später kommen wird? Okay, ich entscheide mich für Bucket. Den verwahrlosten kleinen Beagle, den Julia unbedingt haben möchte. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Du auch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist ein Sommer. Es ist 21:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen? Ein paar kleine Dummköpfe, sagt Julia. Und entweder wir antworten, das wäre schön, oder eines Tages, wozu die Eile? Puh. Ich entscheide mich. Was machen wir denn jetzt? Ich sag mal, eines Tages, wozu die Eile? Wir haben ja auch erst gerade hier den Hund Bucket bekommen. So, ihr Blick schweift ab in die Richtung der Berge. Uns bleibt ja noch genug Zeit, oder? Dir vielleicht, antwortet Julia. Mach dir keine Sorgen, beruhigst du sie. Du sagst, sie habe den Körper einer Erstsemesterin. Das haben meine Eierstöcke nicht mitbekommen, tut sie deine Bemerkung mit einem Lachen ab. Eines Tages, in Ordnung. Ja, wir versuchen sie zu vertrösten. Aber wie gesagt, wir haben gerade erst einen Hund dazu bekommen. Der braucht auch Zeit. Gut, eines Tages, sagt sie. 6 Monate später hältst du an einem Sonntagmorgen im Bett um ihre Hand an. Und wir sind mit unserem Pickup angekommen und anscheinend in der Wildnis. Fernab von allem. Und wir hören nochmal die gleiche Musik im Hintergrund, die wirklich sehr schön ist und auch sehr beruhigend und zu dieser Natur passt. Was haben wir hier? Fire Danger. Very high. Today. Okay. Also wir sind in der Wildnis angekommen. Hohe Feuergefahr. Und so geht das Spiel weiter. Also wir haben eine Freundin mit dem Namen Julia. Wir haben einen Hund nun jetzt mit dem Namen Bucket. Und wir haben jetzt um ihre Hand angehalten. Also steht kurz vor der Hochzeit. Aber warum sind wir jetzt hier in der Wildnis? Thoroughfare Tailhead. Trailhead. So, was haben wir denn hier? Two Forks. Ist das die Karte? Wo wir gerade auch in dem Gebiet sind? Ich denke mal. Ah, okay. Man kann auch ranzoomen mit rechter Maustaste. Von der Steuerung ist es gerade noch sehr simpel. WASD üblicherweise. So, was haben wir hier? Do not forget to check in. So, hier ein bisschen aufpassen. Bären sollen in der Gegend sein. Natürlich auch kein Feuerwerk. Bin in der Waldbrandgefahr. Okay, dann müssen wir wohl hier entlang gehen. Unseren Wagen lassen wir hinten stehen. Was ist das hier? Ist das ein kleiner Briefkasten oder sowas? Das können wir nicht öffnen. Also gehen wir weiter. Wir folgen dem Pfad. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an, du machst dir Sorgen und du wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hat aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Entweder werde ich sauer
oder ich ignoriere sie. Na, es ist schon spät. Ich möchte keinen Streit haben und ignoriere es zuerst mal. Vielleicht sprechen wir am nächsten Morgen drüber. In dieser Nacht halte die Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dir Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Du nimmst es ihr noch ein wenig übel. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Und hier können wir auswählen, entweder du spannst deine Muskeln wie He-Man an, oder du tänzelst herum wie ein Victoria's Secret Model. Okay, das ist also die Antwortmöglichkeit von Julia. Ich glaube, ich sehe aus wie He-Man. Du siehst toll aus, sagt Julia. Und wir sind noch immer im Wald anscheinend. Und die Sonne geht anscheinend unter. Eine wunderschöne Atmosphäre. Man hört die Vögel zwitschern. Alles feuerrot hier. Und wir folgen dem Pfad weiterhin. Was haben wir hier? Two Forks. Feuerwachturm Two Forks, noch 13 Kilometer. Okay. Ah, okay. Leertaste drücken, drüber springen, auf geht's. Ah, so. Und die Sonne blendet. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall heran an. Eine von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Oh wei. Er tritt Bucket. Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen und jagst ihn davon oder du polierst ihm die Fresse. Ich werde ihn davonjagen, da ich nicht möchte, dass Julia noch mehr Stress bekommt. Mal schauen, was passiert. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe und drohst ihn umzulegen. Du schaffst es, euch alle drei Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Verdammt. Julia wird ein Job in Jail angeboten. Jail liegt in 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Also entweder du überredest sie, das Angebot abzulehnen, oder du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Oh wei. Also 3000 Kilometer zu pendeln, das ist, glaube ich, sehr unrealistisch. Aber will man auch der Partnerin solch eine Möglichkeit verwehren? Eine schwierige Entscheidung. Und auch wenn es fast unmöglich scheint, entscheide ich mich für das Pendeln und schlage ihr dies vor. Mal schauen, was sie antwortet. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Jail beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie früher ihrer Forschung benötigte.
Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die zwei Bücher 2 Tage zuvor mit Freunden geliehen hat. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden, oder ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Oh wei. Ich glaube, Alkohol ist hier keine Lösung und ich versuche, sie dazu zu bekommen, mit jemandem zu reden. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41 Jahre alt. Oh Mann. Ihr beschließt vorerst, niemanden davon zu erzählen. Oh wei. Meine Freundin leidet unter Demenz. Eine schlimme Krankheit. Wo eine Heilung nicht in Sicht ist, es wird eigentlich nur noch schlimmer von Jahr zu Jahr. Und wir sitzen einsam und allein sitzen wir im Wald. Die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen. Und es scheint, als hätten wir hier unser Lager aufgeschlagen, bevor wir weitergehen würden. Okay. Was machen wir hier? Wir schauen unser Tagebuch rein und öffnen es. Wir sehen Bilder, wir sehen Texte, die anscheinend Julia geschrieben hatte. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Oh nein. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen euch Freunde um euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988. Du verbringst deinen Tag damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass hier eine Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist, oder du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Für was entscheiden wir uns? Es wird immer schlimmer mit meiner Freundin. Die Krankheit setzt ihr zu und der ganzen Beziehung. Was ist das Richtige? Sollte sie in der Betreuungseinrichtung oder... Pah, verdammt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und versuche mich selbst um sie zu kümmern. Wir sind aufgewacht. Der nächste Morgen beginnt. Wir begeben uns immer tiefer in den Wald hinein. Und wir haben es, glaube ich, nicht mehr weit bis zu unserem Feuerwachturm. Die Sonne scheint. Es ist vollkommen ruhig. Ah, und hier müssen wir über diesen Feldstamm balancieren, aufpassen, nicht runterfallen. Man sieht auch, dass noch etwas neblig ist. Und wir sehen einen Hirsch. Er rennt weg. Es ist unglaublich schwierig.
Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hatte, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Oh wei. Scheint, dass ich von vorn an sehr viel Alkohol konsumiere, um vielleicht auch das Ganze zu verarbeiten, zu verdrängen, die Probleme. Du verlässt nun öfters das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor ihre Schlafzimmertür. Oder du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Oh Gott, Leute. Es wird immer schlimmer. Ich kann meine Freundin doch nicht einsperren. Was passiert, wenn sie raus muss unbedingt? Dann kommt sie nicht raus. Ich kann das Schlafzimmer nicht mit einem Stuhl blockieren. Ich muss darauf vertrauen, dass sie tief und fest schläft. Und ich hoffe, dass nichts passiert. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Shyla an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über eine Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst, es zu verheimlichen. Erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen ihr mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du wirst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an.